Scheiße, Sie arbeiten auch für C-Sicherheit? Mich hat deshalb schon der alte Turianer genervt. Ich habe wirklich bessere Ware, aber die ist unverkäuflich. Wenn die Reaper die Galaxie erstmal zerlegt haben, sind Credits wertlos. Was genau wollen Sie mir sagen? Was auch geschieht, es wird Überlebende geben und Chaos. Und dann wird alles über Tauschgeschäfte abgewickelt. Darauf bereite ich mich vor. Meine beste Ware gibt's nur für Gebrauchsgüter und echte Artefakte. Ah, was also, wollen Sie wie haben? Komme ich an Ihre Schätze ran? Der Turianer hat mit Credits rumgewedelt und dann draufgespuckt. Sie sind flexibel, das gefällt mir. Wenn Sie beim Retten der Galaxie was Seltenes finden, bringen Sie es mir. Und ich teile dann meine Topware mit C-Sicherheit. Kein Thema. Ansonsten gibt's bei mir nur diese Waffen. Credits helfen mir nichts, Commander. Wenn C-Sicherheit mein... Willkommen bei Cypertine Waffen. Okay. Danke, dass Sie bei Cypertine Waffen eingekauft haben. Aber ehrlich, das ist okay. Es ist mal schön, sowas zu sehen. Aber wo war dieser Volos? Wo ist Balafon? Verzeihung, Shepard. Ich durchforste gerade Dateien und Videos zum Thema menschliches Verhalten. Ich habe 1,24 Millionen Fenster geöffnet. Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden, stelle ich selbst eine Einsatztruppe gegen die Blue Suns zusammen. Befehlsraummotto von Rucker erteilen. Ach du Scheiße, nein, das machen wir nicht. Ich besorge die Waffen. Ich begrüße Ihre... Wo hatte ich Balafon gesehen? Das war dann auf alle Fälle nicht mehr hier, sondern woanders. Aber wo? Ja, hier oben. Super, genau. Ich hoffe, der hieß so. Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Ich krieg die Krise. Vorhin könnte ich mit ihm reden, jetzt nicht mehr. Schönen Dank. Na, vielleicht wird es dann demnächst mal. Präsidiums Gebäude hatten wir, Citadel Botschaft. Einen Moment bitte. Ja. Ankunft bei den Präsidiums. Moment noch. Benning-Beweise. Benning verschollen ist, finden. Nee, das brauchen wir nicht. Bla 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 bla. Nee. Aber diese Blue Suns, Leute, wollten ja noch irgendwas haben. Oder Eclipse oder was auch immer. Okay. Lori, bla bla bla. Dann reden wir mal mit Bailey oder wie auch immer der Typ hieß. Ja, Shepard, das verschafft mir die Ehre. Reden wir über die Freilassung von Jonas Sedaris. Sie auch? Jetzt wird's kritisch. Jemand hat den Rat dazu gebracht, sie freizulassen. Ich verzögere das gerade. Was haben Sie damit zu tun? Das ist geheim. Sagen Sie doch gleich, dass es mich nichts angeht. Ich lasse diese Psychopathin jedenfalls nicht frei. Sie ist instabil und ganz klar eine Bedrohung. Warum halten Sie sie für verrückt? Sie war eine üble Sadistin, bis sie ergriffen wurde. Die Haft hat sie völlig wahnsinnig gemacht. Vielleicht hilft ihr die Freiheit. Sie wütet rund um die Uhr, Shepard, und verlangt den Tod aller Feinde von Eclipse. Nein, in Freiheit würde sie töten, sonst nichts. Ich will zu ihr und das selbst beurteilen. Klar, Sie geben mir bestimmt recht. Vielleicht hört dann der Rat auf Sie und setzt den Befehl aus. Mein Assistent im C-Sicherheit-Bezirksaußenposten stellt den Kontakt zu Sedaris her. Danach melden Sie sich wieder. Okay. Und wo muss ich jetzt hin? Clips, bla bla bla. Sprechen Sie C-Sicherheitsstation mit Commander Baileys Assistenten und sichern Sie sich die Loyalität von Eclipse. Ja, okay. Aber wo ist der Assistent von dem? Muss ja hier irgendwo sein. Wo ist der Assistent? C-Sicherheit. Hallo, Ma'am. Präsident. Assistent, nicht Präsident.
Wo ist der nur? Nee. Sieht auch nicht gerade günstig aus. Wo könnte das sein? Moment, ich muss da noch mal kurz durchgucken. Nicht, dass ich mich da versehen habe. Brechen Sie in die C-Sicherheitsstation im Präsidiumsunterhaus mit Kommando Baileys. Okay. Assistenten. Das sieht so aus wie C-Sicherheit. Er sieht so aus wie ein... Nee. Das hier ist Einkaufscenter. Hier findet man nichts. Komischerweise. Ah, vielleicht ist das hier oben irgendwo. Nee. Auch nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Bisschen Glück. Wo ist der Assistent? Das muss doch hier irgendwo sein. Ja, komm. Oh, nee, das ist General Uraka. Den brauchen wir nicht. Ah, C-Sicherheit-Assistent gefunden. Also der gewesen, der hier so einsam und verlassen rumsitzt. John? Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Danke, wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Jetzt wird's interessanter. Wer spioniert da jetzt wieder? Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiter bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Und wenn ich draußen bin, rollen Köpfe. Oh ja. Sie haben viele meiner Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. Das Leben geht weiter. Dann lassen Sie es einfach. Natürlich. Sobald meine Feinde alle tot sind. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen Sie mit mir verhandeln. Weil ich die Macht habe. Nee, nicht zwingend. Ach, wirklich? Ja, mein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Sie ist eine Bedrohung. Mir eine andere Lösung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Okay. Was hätten wir denn noch? Sprechen Sie bla bla bla, Assistenten. Wie könnte man sich die Loyalität von der sichern? Wie könnte das nur funktionieren? Kenne, Kay. Credits helfen mir nichts, Commander. Nee, er will nicht. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Und da haben wir hier anscheinend nicht wirklich. Das Banner. Hier war noch irgendwo ein Banner. Ja, genau. Wer könnte dieses Banner denn mal gebrauchen? Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit... Ich besorge. Ich brauche eine neue Waffenquelle. Und dazu brauche ich erstmal irgendwelche seltenen Gegenstände, die ich behandeln könnte. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment, bitte. Aber ich denke mal, das dürfte jetzt erstmal gewesen sein. Ankunft in und danach geht's auch schon weiter. Hoi.
Nee, hier kann mir niemand helfen. Hier hinten auch nicht. Nee, geht auch nicht weiter. Naja, gehen wir erstmal wieder auf zurück zur Normandy. Vor allem, ich gehe zurück, zack, und dann muss sofort jeder hier sein. Commander? Okay, gibt es irgendwelche Terminals-Dinger? Nein. Gut. 5. Ja, wir speichern. Und dann geht's. Ich will erstmal kurz noch die Weltkarte angucken, wie die ausschaut. Jetzt keinen Bock hier hinzugehen. Moment. Ist mal Grenze, da muss ich auch noch hin. Irgendwann, irgendwie. Nein. Petra-Nebel. Ah, Artefakt finden. Milan ist. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier bin. Ich muss nach Vular. Okay. Ist ja ziemlich weit weg. Ach, da unten. Oh, Junge, Junge. Ich habe etwas gefunden. Ah, sehr schön. Oh Mann, wenn ich noch einmal scanne, dann ist alles gleich wieder weg. Ich hoffe, hier gibt es nicht so viele Punkte, die man scannen muss. Das wäre echt schön. Und, was haben wir gefunden? Ein Schwarzmarkt-Artefakte. Sehr schön. Das hilft mir wahrscheinlich auch noch. 50% in der Klasse. Das Vana. Na, egal. Okay. Ah, da ist was. Ausweichen erfolgreich. Okay. Reaper umgang. So, na dann speichern wir. Frischer Generatspeicherstand. So. Ja, und das wäre dann erstmal kurz Pause. Danach werden wir dorthin gehen und das Artefakt holen. War nett. Bis dann. Ciao.